In einem dunklen, dunklen Wald war ein dunkles, dunkles Haus. Und in dem dunklen, dunklen Haus war ein dunkles, dunkles Zimmer. Und dort stand ein nicht ganz so dunkler Haufen Magier, die alle unendlich glücklich zu sein schienen. Mach doch mal einer das Licht an hier. Latsch mir nicht dauernd in die Hacken. Dann geh doch mal schneller, Frostbeule. Wir stehen, Feuerfresse. Ihr geht mir jetzt schon auf die Nerven. Schnauze jetzt, alle. Mit einem leisen Klick begann nun endlich die Glühbirne an der Decke zu leuchten. Und die Anwesenden erblickten ein silberhaariges Mädchen mit einem Laptop unter dem Arm. Dieses Mädchen setzte nun ein breites Grinsen auf. Wenn dann alle da sind, können wir endlich beginnen, sagte sie. Beginnen? Womit beginnen? Die Frage wurde von einem Jungen mit pinken Haaren gestellt. Das Grinsen des Mädchens wuchs noch ein ganzes Stück. Ermästing. Während ein Großteil der Anwesenden verzweifelt versuchte zu fliehen, schaute der Rest verwirrt rein. Er erklärt sich von selbst, sprach das Mädchen weiter. Aber jetzt hinsetzen! Widerstrebend setzten sich die fünf Magier. Das Mädchen, das sich inzwischen als Nera vorgestellt hatte, machte es sich auf dem Schoß eines blonden Magiers bequem und ignorierte sämtliche Proteste und Widersprüche von diesem. Dann drückte sie auf eine Taste und auf dem Laptop erschien der erste Satz. Der dunkle Drache. Natsu. Es geht um Rook? Ersa. Ahnt Böses. Wahrscheinlich eher nicht. Hallo. Dies hier ist mein erstes Fanfiction. Ich hoffe, sie gefällt euch. Laxus. Wenn die da, deutet auf Nera, die Geschichte ausgesucht hat, dann kann die nicht sehr gut sein. Natsu. Ach was, so schlecht wird's schon nicht. Nera schaut Natsu mit großen Augen an. Optimist. Ein ganz normaler Tag in Magnolia Fiore. Gray. Scheint mal wieder um in unsere Gilde zu gehen. Gajil. Wie unerwartet, Blitzbirne. Alles geht seinen gewohnten Gang. Ein Mädchen mit weißem Haar und schwarz-grauen Spitzen ging durch die Stadt. Natsu. Das ist aber nicht Rook. Laxus. Ich will hier weg. Ersa. Spitzen schreibt man übrigens groß. An ihrer Seite ein weißer Exit mit goldenen Augen. Gray. Moment. Bisher haben doch nur Dragonslayer Exits, oder? Das würde ja dann heißen... Nera applaudiert. Du hast es begriffen. Gajil. Starrt auf den Satz. In dem Satz fehlt ein Verb. Rest starrt Gajil entgeistert an. Ersa. Du weißt, was Verben sind? Der Name dieses Mädchens ist Kuraiko Tanaka und der Name ihrer Partnerin ist Hikari. Natsu. Also der Name gefällt mir. Ersa. Mir nicht. Er schreit förmlich Mary Sue. Kuraiko hat ein ganz spezielles Ziel. Fairy Tale. Gajil. Natürlich. Wir bekommen die wieder aufgehalst. Gray. Ist eigentlich irgendwem aufgefallen, dass die Autorin in der Zeitform springt? Am Anfang war sie noch im Präteritum und jetzt schreibt sie im Präsens. Nera, starrt nun Gray erstaunt an. Du hast Ahnung von Zeitformen? Sag mal, Kuraiko, wieso ausgerechnet Fairy Tale? Fragte der weiße Exit. Laxus, das wüsste ich auch gerne. Ersa, ich befürchte, wir werden es erfahren. Na, Mama sagte mir, ich solle dorthin. Sie sagte, dass ich dort Ignils Sohn treffen werde. Natsu Dragonneal, antwortete das rotäugige Mädchen. Ersa, Rotäugige wird zusammengeschrieben. Natsu, ha, die sucht nach mir, ist stolz. Gray, ist das dein erstes MS-Ding? Alle bis auf Natsu, nicken mitleidig. Natsu Dragonneal? Ah, du meinst Salamander, fragte Hikari laut. Alle starren auf das Ausrufezeichen und Fragezeichengewirr. Laxus, Satzzeichen sind überzeugte Einzelgänger. Ja, genau den, antwortete Kuraiko entspannt. Laxus, Natsu ist für die zuständig. Rest nickt zustimmend. Die zwei führten ihren Weg zu Fairy Tale fort und kamen schließlich an. Fairy Tale, sagte die Magierin leise. Natsu verfolgt die Geschichte nach wie vor gespannt. Nera grinst, wenn der wüsste. Gajil schaut misstrauisch zu Nera. Ersa, kann es sein, dass du mehr weißt als wir? Nera, wer, ich? Nein, drückt schnell weiter. Beide betraten die Gilde. Die zwei mussten leise lachen, denn die Gilde war mal wieder am Kämpfen. Ersa, betraten muss klein, zwei allerdings groß. Natsu, natürlich sind wir am Kämpfen, immer noch optimistisch. Gray, ich dachte, sie ist zum ersten Mal bei Fairy Tale. Woher weiß sie dann, dass wir mal wieder kämpfen? Wo ist da der Sinn? Der Sinn hockt heulend hinter dem Schrank.
Kureiko und Hikari gingen zum Meister, um der Gilde beizutreten. Gray, wen wollen Sie treten? Laxus, entweder den Alten oder die Gilde. Ersa, sie meint beizutreten. Offenbar bekommen wir zwei neue Mitglieder. Gajil, toll. Natsu, sieht die anderen entgeistert an. Hoffentlich sind die stark. Ersa legt Natsu mitleidig einen Arm um die Schulter. Davon kannst du ausgehen. Seid ihr neu? Fragte der Gildenmeister Makara auf Drea. Ein kleiner alter Mann mit lustigem Hut. Wir wollen gerne beitreten, sagte das Mädchen lächelnd. Ersa zuckt gefährlich mit dem Auge. Es heißt seid mit D. Rest nimmt Sicherheitsabstand. Gajil, plötzlicher Grammatik-Geistesblitz. Es heißt lustigem Hut. Natürlich, sagte der Meister. Wir freuen uns immer auf neue Kameraden. Myra, komm mal mit den Gildenstempel. Wir haben neue Mitglieder. Laxus, ich bin immer noch für eine Aufnahmeprüfung. Kein Wunder, dass wir dauernd Zus abkriegen. Nera tätschelt seinen Kopf. Alles wird gut. Du brauchst dich nicht aufzuregen. Ein Mädchen mit langen weißen Haaren kam. So, ihr seid also unsere neuen Mitglieder? Fragte das hübsche Mädchen. Ersa, seid. Es heißt seid. Mit D. Rest nimmt noch mehr Abstand. Gray, alles wird gut, Ersa. Legt dir eine Hand auf die Schulter. Ersa faucht ihn an. Kureiko und Hikari nickten lächelnd. Und Miranjane gab ihnen ihren Gildenstempel. Hikaris Stempel befindet sich auf dem Rücken und Kureikos auf dem rechten Oberarm Schulter. Gajil, beim Plural macht man keinen Apostroph. Nera piekt ihm in die Seite. Wer bist du und was hast du mit Gajil gemacht? Gajil, leck mich. Kureiko war glücklich, denn sie war endlich bei Fairy Tail. Laxus, doch leider bekam sie einen Stuhl in die Fresse und starb am Blutverlust. Rest starrt jetzt Laxus entsetzt an. Laxus, man wird ja noch mal träumen dürfen. Natsu, ihr seid alle so gemein zu Kureiko. Die zwei setzten sich an einen Tisch, als eine Frau mit schönen, scharlachroten Haaren zu ihnen kam. Ersa hat sich wieder einigermaßen beruhigt. Scharlachrot wird klein geschrieben. Gray, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Hallo, mein Name ist Ersa Scarlet. Freut mich, euch kennenzulernen, sagte sie lächelnd. Natsu, hey, und wo bin ich? Gajil, du kannst froh sein, wenn du niemals vorkommst. Uns auch, erwiderte das rotäugige Mädchen lächelnd. Mein Name ist Kureiko Tanaka und das hier ist meine Freundin Hikari. Ersa zuckt schon wieder gefährlich mit dem Auge. Rotäugige immer noch zusammen. Ein paar andere kamen dazu. Ein Mädchen mit blonden Haaren. Sie stellte sich als Lucy Hartfelia vor. Ein Junge mit dunklen Haaren. Gray Falbuster. Dann Happy, ein blauer Exit. Und zuletzt ein Junge mit kirschblütenden Haar und Schuppenschal. Natsu Dragonneal. Gray, nein, da bin ich. Ist verzweifelt. Natsu, yeah, ich wusste, ich bin wichtig. Laxus, bitte lass es in der Zeit spielen, in der ich verbannt war. Nera grinst wissend vor sich hin. Ersa, ich denke mal, sie meint Kirschblüten im Haar. Allerdings macht es trotzdem keinen Sinn, da es Kirschblütenfarben im Haar heißen müsste. Außerdem schreibt man blonden klein. Sinn hat es gerade gewagt, hinter dem Schrank hervorzukommen, versteckt sich jedoch sofort wieder. Kureiko war froh, sogar sehr. Sie verstanden sich alle super und sie lachten gemeinsam. Gajil, das wiederum klingt nach Fairy Tale. Fairies nicken zustimmend. Nach geraumer Zeit sagte Kureiko mit einem Lächeln im Gesicht, ich liebe Fairy Tale. Natsu, wer tut das nicht? Gray, sind wir endlich fertig? Nera, yep. Ihr habt's geschafft. Emester jubeln. Yay! Nera, zumindest das erste Kapitel. Aber vorher machen wir eine kurze Kaffeepause.